Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 81 unserer 100 Baby Challenge mit unserer lieben Odette Kuna, die wieder schwanger ist. Unser Haushalt ist recht leer. Ja, und wir werden sehen, was uns heute erwartet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Unsere Odette bringt unserem kleinen Clemens gerade das Töpfchen bei und er hat das auch gleich geschafft. Wir haben nur noch den Ian, die Juna und den Clemens in unserem Haus und ich hoffe, dass wir bald das Baby bekommen. Schauen wir mal, oh je, sie ist traurig und so weiter. Wir gucken mal, wann sie denn soweit ist. Oh, Entbindung ist in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das heißt, es könnte heute sein, es muss nicht heute sein. Wir werden sehen. Dann können wir mal nach unserem Clemens schauen, denn der muss ja einiges an Fähigkeiten lernen. Okay, Töpfchen hat er vielleicht gleich, Level 2. Und alles andere muss er noch ganz schön lernen. Unsere Kinder, es ist Samstag, die gehen nicht in die Schule, die bleiben da. Ja, er hat Level 2 der Töpfchenfähigkeit erreicht, das ist gut. Und die müssen, wie gesagt, nicht in die Schule, weil ja Samstag ist. Und wir gucken aber mal, ob die alles erfüllt haben. Unser Ian, ja, und unsere Juna ebenfalls alles erfüllt. Und Ian hat sogar Level 4 der Motorikfähigkeit. Dann würde ich sagen, wenn wir heute wenig zu tun haben, oh je, es regnet, kannst du mal hier derweile die Geldfrüchte verkaufen. Alles verkaufen. Ich hoffe, sie macht das jetzt, wenn das so regnet. Was ist denn hier los? Großes Regenwetter. Es ist natürlich ein bisschen blöd. Was haben wir hier? Geschenke oder Post holen, genau. Dass wir die noch verkaufen können. Unser Clemens ist traurig. Verlust in der Familie und ein Töpfchenunfall und wütend und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, da wir heute ein bisschen Zeit haben, könnten wir ja mal verreisen und vielleicht ins Schwimmbad gehen. Da muss ich bloß mal gucken, ob das zu ist, das Schwimmbad, oder ob das offen ist und hoffentlich regnet es da nicht. So, gucken wir mal hier nach unserem kleinen Spatz. Der geht jetzt gerade zum Puppenhaus. Oh je, hast du hier das Schulprojekt kaputt gemacht, du Schlingel? Sieht so aus. Okay, Odette hat alles aus dem Briefkasten geholt. Geht's unseren Kindern gut? Ja. Ja, wisst ihr was? Dann würde ich sagen, dann verreisen wir mal. So, wir sind nach San Sequoia gereist. Odette, könntest du dir vielleicht etwas anziehen? Das wäre nicht schlecht. Und leider regnet es hier auch. Jetzt habe ich gedacht, wir könnten hier was Schönes unternehmen in dem Park hier. Aber irgendwie geht das nicht, weil es regnet. Aber wir hätten hier was für unseren Kleinen zum Spielen. Da gehen wir mal rein. Ein Puppenhaus haben wir auch. Für die Kinder haben wir schon was. So, Odette ist da, aber die Kinder nicht. Clemens, was machst denn du? Hier hingehen, immer noch. Das dauert und dauert und dauert. Odette hat die Blumenbindefähigkeit erreicht. So, unsere Kinder sind da. Könnt ihr vielleicht hier zusammen mit Puppen spielen? Wie werden das? Wo geht Odette hin? Die guckt nach unserem Kleinen. Die sind natürlich alle traurig. Das ist schade. Und? Wollt ihr nicht mit reingehen? Ihr zwei? Weißt du was, Odette? Du könntest ihm mal Formen beibringen. Und du, Juna, kannst du hier nicht mitspielen? Mit Puppen mitspielen? Doch, müsste gehen. Ach, die ist traurig und tut sich das selber beruhigen. So, sind sie mal alle da? Das ist sehr gut. Juna hat Level 2 der Kreativitätsfähigkeit. Das ist sehr gut. Was redest du mit unserer Juna? Was willst du von der? Und was ist mit dir? Er ist auch traurig und muss sich Zuspruch geben. Okay. Und du hast sie jetzt abgelenkt. Dafür tut wenigstens hier unser kleiner Mats schön bauen. So, aber sie unterhält sich. Das ist gut. Und er lernt denken. Sehr gut. Kannst du nicht einfach hier was lesen, kleine Maus?
genau. Tu mal etwas lesen. Und du kannst auch etwas lesen. Unsere Ian. Ja, genau, das sitzt du schön zusammen. Mal sehen, wenn Ian auch noch kommt. Ja, der ist natürlich total traurig. Aber das sind mehrere Kinder hier traurig. Oi, 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 die eine weint. Richtig, richtig schön, wenn die Familie hier so zusammensitzt. Da haben wir doch noch einen schönen Ausflugstag. Okay, Entbindung könnte auch sein. Hoffen wir mal nicht, dass es jetzt zur Entbindung kommt, sondern dass das dann erst zu Hause passiert. Oje, wer hat jetzt hier Hunger? Die Odette hat Hunger. Okay, aber sie könnte dann was... Oje, unser Kleiner, der hat keine Energie. Ja, ich denke, da werden wir wieder dann heimfahren müssen, aber wir warten erstmal, bis die fertig sind. Genau. Super. Sehr schön gemacht. Gut. Und hast du jetzt... Aber denken hast du jetzt nicht dazu. Nein, er hat es noch nicht geschafft. Aber wisst ihr was? Ich würde jetzt trotzdem sagen, wir tun ihn noch nicht heimschicken. Odette, mach das bitte nochmal, damit er zumindest Level 2 der Denkfähigkeit erreicht. Und dann gehen wir heim. Genau, setz dich nochmal hin. Ach süß, hier mit dem kleinen Pool. Das habe ich noch gar nicht gesehen bei diesen Puppenhäusern. Ja, Wahnsinn, süß. So, wir haben Level 2 der Denkfähigkeit erreicht. Das ist super. So, jetzt dürft ihr aufhören. Und ja, dann würde ich sagen, wir reisen wieder heim. Es ist schon wieder 16:30. Die Zeit vergeht wie im Fluge. So, die Familie ist wieder zu Hause angekommen. Die Odette geht gleich an den Kühlschrank, denn alle haben Hunger und sie wird gleich mal hier Gemüseteigtaschen vorbereiten. Kinderlein, ihr braucht eigentlich gar nicht hochgehen, weil die Mama wird gleich zum Essen rufen. Wir hatten das gemalt. Das können wir verkaufen hier. So, was macht denn unser kleiner Spatz hier? Der schläft im Stuhl, okay. Aber er muss erst was essen, oh je. Und gebadet muss er eigentlich auch werden, aber das können wir nächsten Tag machen. So, steh mal auf, das Essen ist gleich fertig. Sie hat diesmal gleich hier die untere Küche genommen. Hier unten haben wir eigentlich ganz, ganz selten gespielt, weil die Kinderzimmer oben sind und meistens war sie ja wirklich mit den Babys und Säuglingen beschäftigt, sodass sie hier runter kaum kam. Jetzt will er da reingehen und schlafen. Du kannst dann gleich nach dem Essen ins Bettchen, Kind. So, stell mal ab und dann kannst du nämlich gleich zum Essen rufen. Genau, da sollen wir alle zum Essen kommen und sie hat das Bild jetzt verkauft und ihr geht splendend. Die Angst bzw. die Sorgen sind weg. Ian kommt, Juna kommt und der kleine Spatz kommt auch. Das ist sehr gut. Dann kommt mal alle zum Essen. Wahrscheinlich, wenn alle da sind, ist Odette schon lange wieder fertig. Hier unten ist es auch richtig, richtig schön. Das hatten wir lange, lange nicht. Und so, die Kinder haben sich was zu essen geholt und da kommt auch unser Kleiner. Und ihr seht schon, der ist ganz, ganz müde und muss noch gebadet werden. Und dann kann er ins Bettchen. Das mache ich noch. Und dann werde ich die Familie ins Bett schicken. Und nimmst du dir jetzt auch was? Ja, gut. Wie gesagt, ich lasse jetzt noch essen, bade den kleinen Mann. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe, bevor er umfällt oder so. Das ist eigentlich mein Plan. Ja, und dann hole ich euch zurück, entweder am nächsten Morgen oder falls die Wehen einsetzen. Bis gleich. Ja, hallo. Es ist noch nicht morgen. Ich bin wieder zurück. Es ist Sonntag, 0:18 Uhr und die Wehen haben eingesetzt. Und wir müssen mit unserer lieben Odette ins Krankenhaus. Baby im Krankenhaus bekommen. Du musst dich jetzt nicht nackig machen. Komm, wir gehen mit. Auf geht's. So, wir sind am Krankenhaus angekommen. Unser Clemens wurde zur Tagespflege geschickt und das ist unser Arzt. Odette muss sich erstmal was zu essen holen. Das soll sie auch machen. Und wir brauchen dann unsere Räder wieder. Muss ich mal gucken, ob ich noch Namen habe. Unsere Odette sitzt da hinten am PC. Hallo, willst du nicht mal dein Kind bekommen? Möchtest du... Aber anmelden kann sie sich nicht. Okay, sie steht auf. Ich hoffe, sie geht. Ja, sie geht jetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie jetzt ein Kind bekommt. Denn Platz hätten wir ja wirklich mehr. Der Doktor ist auch da. Was bist denn du für ein Doktor? Bist du...
Kennst du dich aus? Macht aber nichts, wenn du dich nicht auskennst, weil unsere Odette kennt sich aus. Ja, er ist Praktikant. Na super. Aber das ging jetzt recht zügig. Und jetzt sind wir mal gespannt. Na, was ist mit euch los? Ihr hängt ihr? Nein, herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Mädchen und das Mädchen braucht einen Namen. Ja, und da gucke ich mal, ob ich einen Rat habe für ein Mädchen mit K. Nein, einen Jungen mit K hätte ich, aber ein Mädchen mit K nicht. Dann nennen wir sie Clara Kuna. Clara Kuna passt doch wunderbar. Gut, jetzt bin ich echt gespannt, ob es noch eins wird oder nicht. Wir schauen. Nein, das war's schon. Schade, aber herzlichen Glückwunsch. Der Arzt hat die Geburtsurkunde vorbereitet. Dann haben wir jetzt eine kleine Clara. Auch schön. Jo. Süß, wie sie schaut. Und freut sich. Oh ja, schön. Okay, dann würde ich sagen, wir reisen wieder heim. So, Odette ist zurück aus dem Krankenhaus und macht jetzt gleich eine super effiziente Neugeborenenpflege und dann werde ich sie ins Bettchen stopfen. Stopp, geh mal bitte ins Bett. Schlaf dich erstmal aus nach der anstrengenden Geburt. Wir haben uns ums Kindchen gekümmert. So, Odette wird jetzt schlafen, wird sich ausruhen von der anstrengenden Geburt und ich werde an dieser Stelle den Part beenden und wir sehen uns dann, so hoffe ich doch, nächste Woche wieder am Montag. Bis dahin, tschüss und ciao.